Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in Undead Legacy Mod. Wir haben ein paar Sachen gekocht, es ist der Morgen von Tag 5. Wir sollen einmal die Vorräte zurückbringen von einem Gebäude, was gute 600 Meter entfernt ist. Das wird ein langer Fußmarsch. Und als nächstes würde ich wirklich gerne die Forschungsstation mal bauen. Ja, schauen wir mal. Was ist das überhaupt? Ein Häuschen. Das kenne ich, bin mir nicht sicher. Fertigkeitspunkte haben wir 0 zu vergeben. Na, okay. Gut, dann let's go. Wir haben immer noch kein Minibike oder ein Fahrrad. Dafür brauchen wir auch die Mechanikerstation. Brauchen wir Kaffee mit? Nö. Naja gut, haben wir keinen Kaffee mit. Oh ja, hier ist ja noch so ein Shotgun Messiah. Den Laden würde ich auch gerne auseinandernehmen. Ob ich den gewappnet bin, weiß er nicht. Ich weiß ja nicht. Vermutlich nicht. Federn mitgenommen. Steroids, auch gut. Tragekapazität plus 100, falls wir mal überladen sind. Was hier ja sehr gut vorkommen kann. Oh, hier haben wir Eisen. Ich habe noch keine Spitzhacke. Keine Eier. Ups. Ich wollte die Dinger nicht ernten mit Axt, sondern mit der Faust. Haben wir noch ein paar Honigwaben rausbekommen. Da geht noch. Noch einen Apfelbaum. Bisschen cool hier. Der Salat, was das ist. Na? Oh, Polizeiwagen, den man durchsuchen kann. Bitte, 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 bitte. Na gut. Ich habe immer noch nichts zum Abernten von Auto. Au! Oh shit!
Blöde Snitch, ey. Sag mal. Gut, dass wir noch einen Ersatz mit haben. So, ich glaube, da drin ist der Main Loot und da kommt man irgendwie übers Dach hinein. So, wollen wir mal sehen, wo die Vorräte sind. Bücher, das ist doch gut. Mist. Ist ja gut. Ist ja gut. Hier drin sind schon die Vorräte. Okay. Und den Holz, damit können wir zur Not auch nochmal zuschlagen. Trübes Wasser, mal zwei. Oh, Reset Assign. Wow. Ich muss auf die Arme bekommen. Gutes Lager gebrauchen.
Gut, gut. Oh, hier haben wir auch noch was. Hoppala. Dann hüpfen wir hier hoch, versuchen's. Und dann einmal hier rüber. Shit. Oh, hier ist der Menü. Das ist mein. Rotflammenteile. Um 6-2 Muni. Sieht man eigentlich, wenn man das hier mal auseinander nimmt. Ja, das hab hier. Oh Mann. Oh shit. Das wollen wir da nicht. Nein, lass ihn hier. Altschrott. Nehmen wir mit. Mist. Da können wir mit denen noch. So. Weißt du, wo ist der andere? Ja. Ah, hat die mich erwischt. Mit. Menis ist geil. Naja. Wie viele Jalapenos haben wir gefunden, um zu haben? Also nicht. 6 Eier. Noch mal 3, ach schön. So, mal gucken, was man dann hier mit den ganzen Zutaten entstehen kann. Na komm. Honigbarbe. Tatsächlich auch nur. Was haben wir da? Knoblauch. Geil. Gut. Oh ja.
Da sind wir dann einmal wieder beim Händler. Welcome to Trader Joe's. Everything in here has a full no money back guarantee. Ich nehme die Mollys. Hast du diesmal noch irgendwas in der Nähe? Bei der Farm, Scheune, welches Corner Café? Stromversorgung wiederherstellen. 4 Kilometer entfernt. Ja, nee, ist klar. I've got work, if you don't mind getting your hands dirty. Word of advice. Next time. Bathe before you come to a job interview. Die Klappe wrecked. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Ooh. Hergestellt im Barrel. Oh, shit. Suppe habe ich noch nicht erlernt, nö. Oha, viel Hunger. Bin ich mir mal halt Fischtacos. So Leute, dann erstmal zurück. Muss ich ja nicht hin. Erstmal nach Hause entladen. Boing. Boing. Ein paar Kisten aufstellen. Das war daneben, Kumpel. So. Ich hab doch bestimmt schon hier durchsucht. Jo. Oh. Hier hab ich noch nicht. Beide 25 Lager. Okay. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.